Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck. Bristol Myers Squibb. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, Bristol Myers Squibb ist ein Pharmaunternehmen, das 1989 gegründet wurde, und zwar infolge einer Fusion. Die Firma produziert und vertreibt viele verschiedene Medikamente, also zum Beispiel in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, HIV und Hepatitis B. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 154 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,37 auf 1,96 US-Dollar je Aktie angestiegen unterm Strich. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise, da hat die Aktie ca. 42% an Wert verloren und seitdem auch keinen größeren Einbruch mehr erlitten als damals. Und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren unterm Strich ca. 127% zugelegt. Und das ist eine sehr gute Kursperformance, würde ich sagen. Und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 52%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 48% und das ist in meinen Augen ein sehr guter Wert. Und daher vergebe ich hier auch einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Schauen wir erstmal etwas zurück. In 2020 hier gab es noch einen Verlust, die Aktie von 3,99 US-Dollar. Im letzten Geschäftsjahr 2021 dann einen Gewinn von 3,12 US-Dollar. Und auch für die Zukunft schaut es hier ganz gut aus, denn für 2022 wird hier ein leichter Anstieg beim Gewinn die Aktie prognostiziert momentan von den Analysten. Und zwar soll dieser laut den aktuellen Schätzungen bereits 3,14 US-Dollar dann sein. Und damit vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das letzte Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 liegt momentan bei 24 und damit noch unter der 30er Marke. Damit vergebe ich hier ebenfalls nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Bristol Myers Squibb in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 6,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also fast die volle Punktzahl. Und in meiner Sicherheitscheckliste landet die Aktie damit natürlich auch auf der besten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Sicherheitscheck. Und hier landet Bristol Myers Squibb mit den 6,5 erreichten Punkten hier auf dem zweiten Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meine Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, und zwar ist das ca. Ende Mai 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass hier aktuell der Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch abschließender Hinweis. Mein Check, der gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.